Der hat sie doch nicht alle, ey. Mann, wir haben gesagt nach Norden und nicht runter bis nach Klein-Kalle-Kuka. Meine Fresse. Ach, einen wunderschönen guten Morgen, meine Lieben, diese Freunde. Ein Weilchen ist her, dass wir uns gesehen haben. Ja, wir hatten viel zu tun. Und haben viel am DAF geschraubt. Was ist los hier? Was ist denn los mit den Leuten? Die schlafen alle noch. Ja, aber so spät ist es jetzt auch nicht mehr. Es ist jetzt ja, um 10. Ich habe schon ein bisschen Arbeit hinter mir. Muss den DAF nochmal kurz in der Werkstatt holen. Irgendwas ist hier immer. Na? Und ich muss sagen, die Grafik ist geil geworden mit 1,36. Selbst hier in Kassel. Wobei das Original Kassel mit der Martinskirche endlich und dem Herkules. Ja. Und. Sehr schön, Kollege. Sehr schön. Aber sieht schon toll aus hier alles zusammen, ne? Nicht schlecht. Ich bin jetzt das erste Mal so richtig in der Grafik hier drin. Vorher haben wir immer nur am Mod gebastelt. Und das gefällt mir schon gut. Oh, wo laufe ich denn hin? Ja, ich laufe so, dass wir den LKW noch nicht sehen können. Ihr kennt das ja. Nee, ich habe ihn schon bepackt und so weiter. Oh, na, kommt da was? Kommt da was? Oh, da kommt schon was. Wir müssen mal hier hingucken. Ja, meine Lieben. Diese Freunde, vieles passiert. Ist jetzt ungefähr anderthalb, 2 Wochen vergangen. Wir haben Dienstag früh. Ich wollte eigentlich gestern schon los, aber war immer noch was zu tun. Wir waren immer noch nicht am Trailer fertig und dann hatte ich mit Kai telefoniert. Ja, ging halt nicht. Was soll ich machen? Ich kann es nicht hinzaubern. Und ja, dann war ich im Vorweihnachtskaufrausch auch gestern nochmal. Bin auf dem Weihnachtsmarkt. Ich brauchte ein neues Laptop, habe mir nur so ein neues Surface Book 2 geholt. Geile Maschine. Also wirklich, wer das überlegt, ich bin jetzt vom MacBook Pro 2015er Version, auch mit i7 jetzt auf das Ding umgestiegen und ist ein Träumchen, Leute. Ist ein Träumchen. Also für einen Unterwegsrechner. Hier zu Hause hocke ich immer noch an der Station, die ihr kennt. Und ich habe noch so eine neue Sportwatch geholt und so weiter. Ja, Nikolaus war halt fleißig und er war auch fleißig, was hier den LKW in den neuen Zug angeht. Also viele Überraschungen warten auf uns und wir haben uns wirklich viel Mühe gegeben, der Laubi und ich. Und dachten, naja, bauen wir halt mal eben so ein DAF 106 auf, aber irgendwo ist dann immer noch der Tom Diesel da, der gewisse Ansprüche hat und sich dann in die Farblehre vertieft hat. Und gewisse andere Dinge und so ein armes Schwein genannt Laubi, der dann beim Modden sehr fleißig war. Ja, ich habe dann noch mal ein bisschen am Interior was gemacht und dann haben wir hin und her und schwuppdiwupps waren, glaube ich, ne, 2 Wochen um, die uns teilweise viel, viel Kopfzerbrechen bereitet haben. Und ich muss selber noch mal ran an ein, zwei Dinge, aber das ist sind nur Kleinigkeiten. Auch Laubi, der ist an verschiedenen Dingen noch dran. Wir haben auch noch so ein kleines Vorweihnachtsgeschenk dann für euch. Und das kommt aber heute noch nicht in der Folge. Ich will sie jetzt noch mal raushauen, dass wir immer weiterkommen in der Story. Und weil der DAF, ich würde mal sagen, zu 98% oder 95% jetzt für mich fertig ist. Ein, zwei Sachen habe ich immer noch, die ich noch gerne, die ich machen möchte. Und aber das mache ich dann hier auf dem kleinen Dienstweg. Aber insgesamt steht die Maschine, steht der ganze Zug. Ich war heute Morgen schon, habe die Maschine rübergebracht, beziehungsweise den rüberziehen lassen, damit die Fahrzeit noch nicht anfängt. Hier vom Peter drüben, von Kühne und Nagel. Und die haben den Trailer schon bepackt. Ich musste dann mit der Maschine auch noch mal ganz kurz hier bei mir in die Werkstatt rein. Eine Sache ist mir immer noch aufgefallen, also wieder zurück in die Werkstatt. Dann war ich jetzt noch kurz in der Wohnung, ein bisschen was packen und so weiter. Und ja, das räumen wir jetzt gleich mit ein. Ja, und dann habe ich mich noch ein bisschen über den Kai geärgert, aber eigentlich, wenn man mal ehrlich ist, Kai, also Dispo Kai, kann nichts dafür. Weil letzten Endes habe ich ja gestern die Tour abgesagt. Ich musste ihm ja die Skandinavien-Tour absagen. Er hatte nämlich eine schöne Tour und zum Winter ist das mega geil. Also habe ich mich wirklich drauf gefreut, schon Ketten eingepackt und so weiter. Naja, ich glaube, die kann ich wieder auspacken, aber ich lasse drin. Sind im Trailer hinten drin. Wir
wie soll ich euch das sagen? Es geht nicht nach Norden, also ich habe mich wirklich gefreut, das wäre ja so Richtung Trondheim gewesen. Traumtürchen, ne? So vor Weihnachten auch mal Schnee sehen, ne? Da kennen wir ja in Kassel nicht. Ich war jetzt real unten in Brünn und in Wien und dann auch noch viel weiter. Und ja, da habe ich mal so einen Hauch von Schnee gesehen. Aber hier noch kein Schnee. Ne? In Kassel ist es momentan eher grau. Nicht besonders kalt, 9 Grad gestern. Und aber insgesamt grau. Deswegen, ich bin kein Wintermensch, was hier diese Breiten angeht. Oben, wenn es richtig weiß ist und knackig kalt und so, ist nochmal ganz was anderes, finde ich. Und du wirklich Schnee dann unter den Schuhen hast, wenn du reingehst, ne? So angebappt. Aber hier ist einfach nur matsch und nass und ach, ist Käse. Nee, es geht in die Türkei. Es geht in die Türkei. Das ist natürlich ein Ding, ne? Wer hätte das gedacht, dass ich jetzt in die Türkei fahre? Also, eigentlich weiß ich nicht warum. Da gibt es auch eigentlich keinen Grund, außer Black Sea DLC, in die Türkei zu fahren. Besonders, weil ich einen 4,10 Meter hohen Auflieger dahinter habe, der eigentlich wirklich für den Norden gedacht ist. Aber Kai meint, das ist gar kein Problem. Die Brücken sind ja eh alle ein bisschen höher. 4,10, ob du jetzt 4 oder 4,10 bist. Ja, und ganz ehrlich, die Brücken sind eh alle mindestens 4,50. Außer stehen dann Warnhinweise dran. Naja, dann fährst du halt darunter, sagt er. Dann sagte ich, naja, gut, dann fahre ich halt darunter. Gibt ja gut Geld dafür, wird mit über 2 Euro im Kilometer bezahlt. Also meckert man nicht. Ja, und noch eine andere schöne Geschichte ist, ich konnte Daniel für uns gewinnen. Wir haben im November noch gesprochen. Er hat ja dann gekündigt und hat aber 3 Monate Kündigungsfrist. Und er hat dann mit seinem Arbeitgeber gesprochen, dass er gerne früher raus will. Er sagte, das können wir machen, wenn du halt Ablöse zahlst für die ganze Ausbildung, die du bekommen hast. Hat Daniel mit mir gesprochen, habe ich gesagt, pass auf, ich habe momentan eh Geld. Und wenn du mir versprichst, dass du da bleibst, ist eigentlich eine blöde Frage an Daniel, dann können wir das machen. Ja, und so habe ich dann, und ihr seht es oben am Kontostand, der ist deutlich leichter geworden im Vergleich zum letzten Mal. Da waren wir noch etwas über 60. Dann kamen natürlich noch brutale Kosten. Und wenn du einmal so drinne bist, dann ist auch noch der Winterkauf Black Friday Sale, den ich nicht mitgemacht habe, weil meistens gibt es da nichts Besonderes, ganz ehrlich. Also nicht zu guten Preisen. Oder die Dinge, die ich gerne haben möchte. Nennen wir es mal so, das ist vielleicht besser formuliert. Die habe ich noch nie beim Black Friday für einen vernünftigen Taler gefunden. Und deswegen ist meistens dann nochmal besser in der Vorweihnachtszeit, wenn sie dann nochmal richtig Rabatte raushauen, oder auf den Januar zu warten. Oder auf den Januar, so Ende Januar, dann hauen die nochmal richtige Preise raus. Ja, dann habe ich nochmal Ablöse für ihn bezahlt, diese Ausbildung bezahlt, weil ich kann sie ja auch gebrauchen. Und ja, dann kam er zu mir und dann wurde er erstmal krank. Wenn ihr mich jetzt sehen könntet, würdet ihr sehen, wie mein Kopf nach unten fällt. Das heißt, wir sind jetzt noch im Endkontostand bei 12.385 Euro. Und ich muss los, ich muss Geld verdienen. Ich möchte auch dazu sagen, ich fahre hier schon mit einer aktualisierten, noch privaten Version, die ich jetzt erstmal testen möchte, meines Eco-Mods. Denn ich habe gleich die Ferries in den neuen Bundesländern, wollte ich schon sagen, aufgenommen, also in den neuen Ländern Bulgarien, Rumänien und Türkei. Und will mal gucken, wie sich das auswirkt in den Preisen, wenn wir da unten sind. Ja, das habe ich schon mal gemacht. Das heißt, der ist eigentlich ready to go. Eine Sache muss ich noch anpassen für 1,36 und dann können wir den auch aktualisieren. Aber ihr solltet auch so mit der Version, wie sie jetzt ist, klarkommen. Ich hoffe nur, dass euch die Fairpreise dann noch da nicht abhauen. Aber wie gesagt, es gibt schon eine aktualisierte Version. Da habe ich also auch dran gearbeitet, nebenbei noch. Am Soundmod habe ich gearbeitet, am davon, an verschiedensten anderen Dingen. Und wir werden es ja alles gleich sehen. Aber ich würde sagen, ich spanne euch jetzt mal nicht so auf die Folter, weil ich will das Ding jetzt hier heute auch noch raushauen, die Folge. Das heißt, dann noch eine schöne Premiere draus machen. Wird zwar kurzfristig angekündigt, weil ich hocke jetzt gerade hier wirklich Sonntag früh.
und will das Ding nachher nochmal hochladen. Und ja, dann will ich aber sagen, wir gehen mal zum DAF. So, haben wir auch schon Durchlunzern sehen. Wunderbar. Ja, hier in der Werkstatt seht ihr, da hängt so ein Iveco-Motor im Übrigen. Die ist ja vermietet. Und klar, wenn ihr euch hier einmieten wollt, ich brauche nicht so viele Stellplätze, an und für sich eigentlich nur zwei, weil eine Maschine ist am Wochenende immer draußen. Janusz fährt ja auch. Und da müssen wir sehen, dass wir jetzt, weil der hat echt richtige Grippe, der Daniel. Gut, kann man jetzt nichts viel, ist auch immer Arbeitgeberrisiko und wird ja erst nach x Wochen von der Krankenkasse übernommen. Also, das ist nun mal das Leben. Ne? Und ja, das heißt, der Nordhessen-Liner, der steht jetzt in der Werkstatt drüben. Und naja, was soll ich sagen? Aber gucken wir uns einfach mal den DAF an, oder? Die Zugmaschine. Aber, hier müssen wir rüber gehen. Es ist halt für mich was Besonderes, weil wir wirklich lange dran gearbeitet haben und ich weiß, ein anderer von euch guckt vielleicht zu und sagt, nun zeige ich es schon, meine Fresse, ist halt ein DAF. Wieder anderer sagt, hey, geile Story, mach ruhig ein bisschen was draus. Ich entscheide mich fürs Zweite. Und zwar dafür, dass wir uns jetzt gemeinsam rumdrehen. Also machen wir das jetzt oder machen wir das jetzt nicht? Jawohl. Nee, das ist Dach. Oh, da müssen wir auch was machen. Ne? Da sind ziemlich viele Risse in diesen Betonplatten. Meine Fresse. Sieht aus wie AKR, Alkalikieselsäure-Reaktion. Ganz typische Krakeleres-Bildung. Aber ihr merkt, ich spanne euch auf die Folter. Wir gucken jetzt mal um, weil wir wollen ja auch noch mal ein bisschen fahren heute. Ne? Bäm, da ist er. Da ist das Schmuckstück. Machen wir das hier oben weg. Da ist er. Ja, ich habe viel mich mit Leuten unterhalten, die wirklich auch richtige DAFs fahren. Ich mache mal hier kurz die Pause rein. Die viel mit DAFs fahren und habe mich da beraten. Mit dem Björn, wisst ihr ja, sitze ich noch und da wird jetzt auch nochmal wie soll ich euch das sagen, eine richtige Folierung für einen echten DAF herausgearbeitet, die ich für ihn ausarbeiten darf und gerne möchte. Er hat mich daraufhin angesprochen. Ich habe mich mit diesem jetzt, mit meinem erstmal reingearbeitet. Wo sind die Besonderheiten im Skin und so weiter? Und diese Gurke hier zu skinnen, das ist ja noch ein frühes Modell von SCS. Wir haben wieder den Schumi als Grundlage genommen. Nach reiflicher Überlegung wollten wir eigentlich diesmal nicht, weil ja, ich habe so meine eigene Meinung zu diesen Mods. Wir haben es aber dann doch gemacht, weil verschiedene doch dann wiederum gute Grundlagen beim Schumi dabei sind und du einfach drauf aufbauen kannst. Ansonsten hätten wir uns da einen rausgezogen aus der Base SCS. Das ist auch nicht so schwer. Ja, und. Aber der Schumi für euch bietet einfach schon die Möglichkeiten. Ihr habt ganz viele verschiedene Fahrgestelle und wir werden sicherlich noch ein bisschen dran arbeiten. Aber er ist auch ein klein bisschen verbuggt, muss man ehrlich sagen. Und ich werde mal vielleicht dem Schumi mal schreiben und mal kurz darauf hinweisen. Vielleicht nimmt er das dann wieder raus, weil da sind so ein paar Devs drin, wo ich euch nur raten kann, schreibt die um. Vielleicht geben wir nochmal dann in der Videobeschreibung dazu eine kleine Anleitung, wie man das macht. Ja? Für alle, die keine Ahnung haben, wie man Mod aufmachen soll und so weiter, dann lasst es lieber. Dann lasst lieber die Finger davon. Es ist nur für die, die schon wissen, wie sie einen Mod öffnen und was eine Dev ist und dass man die einfach umbenennen kann und dann fertig. Das ist eine ganz einfache Geschichte. Bei einer 1.36 beißt sich das nämlich. Aber vielleicht kommt der Schumi ja schon alleine drauf und vielleicht ist ja auch schon ein Update draußen zu seinem DAF. Kann ja alles sein. Gucke jetzt auch nicht ständig ins Forum und gucke, wer wie was jetzt geupdatet hat. Ja, aber meine Maschine hier ist durch zwei wesentliche LKWs, eigentlich durch drei, inspiriert worden. Ich schicke nochmal voraus. Zunächst mal sollte das Ding Holland-Style sein. Und der aufmerksame Zuschauer von euch jetzt wird sehen, da ist ja gar kein Name vorne dran, außer Trans-Art. Das ist richtig. Der Name steht diesmal links. Und zwar, weil der LKW ich diesmal
das vorausgeschickt, weil ich diesmal Holland-Style gehen wollte, noch kein Thema aus Nordhessen oder Hessen aufgreift. Wisst ja, ne? Kassel, nördlichste große Stadt in Hessen. Fühle ich mich als Hesse, als Kasselaner. Und wobei ich das geburtsrechtlich nicht bin, ja, das ist also, da legen ja hier die Kasselaner und Kasseläner ganz großen Wert drauf. Ich bin hier nur Zugezogener, also das heißt, ich bin unterste Lebensform hier und fühle mich aber nicht so. Und habe mich aber hier sehr gut, kann mich identifizieren einfach hier. Nicht mit allen Sachen, aber doch mit vielen. Und fühle mich hier auch zu Hause. Deswegen greife ich halt auch sehr gerne hier Themen aus der Umgebung mit auf. Und ganz ehrlich, zum Thema Holland ist mir höchstens der Hessenpark in Sinn gekommen. Da stehen auch Windmühlen, da wurden auch Windmühlen, alte Windmühlen in anderen Gebieten abgebaut, im Hessenpark wieder aufgebaut und solche Sachen. Und das war mir allerdings alles irgendwie ein bisschen zu weit hergeholt. Und da ich wirklich, und ihr seht es dann auch am Trailer, so diesen Holland-Style-Thema, deswegen auch die Double-Burner da oben mit drin, hier über dem DAF-Zeichen. Und ansonsten gar nicht mal ein riesiger, ja, wie soll ich euch das sagen, Weihnachtsbaum dran, sondern boah, viel mit Hauptbeleuchtung gearbeitet. Habe ich ihn dann einfach kurzerhand, nach langer Überlegung, muss ich euch wirklich sagen, auch beim Skin-Modden und so weiter, hast du immer so einen Gedanken im Hinterkopf, wie nennst du den denn jetzt? Weil die sollen ja bei mir alle Namen haben. Und ganz ehrlich, das Ding heißt, da oben sieht man es, Moment, ja, jetzt seht ihr dann auch schon von der Seite. Holland-Styler, da oben steht's. Und wer sich so ein bisschen mit LKWs auskennt, stelle mich mal so hin. Machen wir natürlich ein Foto. Ich habe jetzt übrigens auch auf Pause gedrückt. Das seht ihr noch nicht. Ja, da oben der Rauch bewegt sich nicht, ne? Weil sonst läuft uns hier bei den ganzen Erklärungen ein bisschen die Zeit davon. Aber wir haben die tolle Musik im Hintergrund, die ist echt super. Das ist also, das ist meine Musik, ne? Aus der ETS-Garage. Ich habe mich durch zwei LKWs, also sehr schön gemachte echte LKWs, inspirieren lassen. Das eine ist WP, also wer aufmerksam ist, der erkennt diesen Haken hier, den ich noch mal ein bisschen verändert habe, nach hinten auslaufend von WP. Und das andere ist, und da haben viele, würden jetzt auf den Van Zeuwe oder wie das Ding heißt, gehen. Ja, der sieht auch so aus, aber ich habe mich vom Gehöt inspirieren lassen. Gehlhöt, das schreibt ihr Gehlhoed. Die sind dann eher so dunkelrot-schwarz. Und bei dem hatte ich das gesehen mit dem Kühlergrill, der ist nochmal ein bisschen anders, der fasst von den Lamellen ein bisschen anders auf, aber halt dieses nach hinten geführte Schwarze, das ist auch alles mit der Hand gezeichnet. Die Umrandung vom Fenster. Und erst viel später hatte ich dann gesehen, dieser Van Zöwe oder wie das Ding heißt. Oh, da habe ich immer zum Laubi gesagt, das kann doch wohl nicht wahr sein. Da habe ich mir so viel Mühe gegeben, das Ding hier zu zeichnen. Verschiedene Sachen dann rausgenommen und dann dieser Van Zöwe verläuft mit diesen Pfeilen hier, mit dieser Umrandung nochmal ganz anders. Aber dann hat er das auch. Ich dachte, ich spinne. Entschuldigung mal. Und habe mich dann aber entschieden, das jetzt so zu lassen, weil es mir einfach gefällt und weil ich es einfach nicht wusste und als meine Kreation jetzt auch stehen lasse. Die Inspiration ist da. Ich finde es auch ehrlich gesagt schön so und ich lasse es jetzt so, weil ich mich auch ja, da verguckt habe, wo ich wirklich gesagt habe, okay, von dem WP, da nehme ich diesen Haken auf, diese Umrandung, dass dieses Grau-Weiße hier oben, ne, der verläuft. So, mit diesem Zacken nach unten und habe dann hinten nochmal, was auch nicht so einfach ist bei dem DAF-Template, weil der anders als beim RJL, den man wunderbar skinnen kann, nur nicht in besonders hoher Auflösung, ist hier allerdings genau das gleiche. Habe dann hinten halt diese Spoilers nämlich abgetrennt im Template, da muss man dann ein bisschen gucken, dann ist das auch noch wieder höhenversetzt und so weiter und so fort. Also alles nicht so easy beim DAF. Und ich scheine mir mal die Dinge rauszugreifen, die mir am meisten Probleme machen.
Das nächste Mal wird es irgendwie ein Scania New Generation oder irgendwas. S oder ein R, wobei ich wahrscheinlich eher so Richtung R tendieren würde. Ja, ansonsten haben wir viel zusammengesucht aus alten Mods, aus anderen Mods und so weiter. Und was ihr jetzt hier stehen seht, das ist halt eine Private Edition. Ich habe hier auch für das Ding mal tief in die Tasche gegriffen. Und zwar habe ich hier die Alang-Sachen mir gekauft, alles. Also wirklich nicht, wer von euch noch Taschengeld kriegt oder Schüler ist oder was weiß ich, da bist du mit 40 Euro dabei. Bei diesen ganzen Geschichten, da gehört auch oben, da gehört die Lampenbar dazu, da sind die schwarzen Hörner, verschiedene Lämpchen. Unten ist es dabei, die Hellas, die ihr da unten seht, diese Burner. Wir haben diese hier, diese Side-Pops hier mit dabei. Und vor allen Dingen haben wir es an der, aber ich will es hier für ihn keine Werbung machen, weil das ist ein Paid-Mod und ja, da mache ich normalerweise keine Werbung oder es ist eine echte Promotion dann. Hinten, ich fand es einfach schön. Es ist auch wertig verarbeitet, es ist teilweise allerdings vollkommen unbeachtet jeglicher Limitierung von Polygonen. Das heißt also, das Ding ist einfach nur extrem detailliert und es kann manche Rechner sicherlich schon an die Leistungsgrenze bringen, auch mit 1,36. Und wie gesagt, ich fahre hier volle Grafik und werden mal sehen, wie sich das Ganze hier verhält. Ansonsten die schwarzen Tanks zum Beispiel, das ist original beim Schumi dabei. Wir haben aber hier nochmal andere. Sag gleich mal hinten Fender, das heißt Schmutzbleche verbaut, die sich jetzt auch hier schön in den Original- und nun skinbaren Heckbereich, das ist noch aus dem DAF-DLC integrieren, das ist skinbar, das ist jetzt, ich habe es erst nochmal schwarz gelassen, kann sein, dass ich da nochmal ein bisschen rumskinne. Wir haben drauf die SCS-Felgen, die SCS-Goodyear-Reifen, weil ich finde das einfach schön. Also es passt einfach, das ist auch Performance optimiert. Ich weiß, da gibt es von Abas Treppers und so weiter und anderen gibt es dort Reifen-Felgen-Pakete, wie auch zum Beispiel vom 50 Keda. Ich habe mich aber ganz bewusst einfach für die SCS-Geschichten entschieden, weil irgendwann muss man auch mal so ein bisschen seine ganzen Mods im Auge behalten, die ganze Arbeit, die dahinter steckt. Ja, ihr seht, also da ist wirklich viel, viel gemacht worden. Das heißt, wir haben uns den Fender rausgeholt. Wir haben andere und vor allen Dingen damit integrierten Auspuffrohren, Sideskirts, die auch hier skinbar jetzt sind, eingebaut, gestretched und gemacht. Und ihr seht, hier unten kommen das Sixpack raus. Das heißt also zwei Triples links und rechts. Für den Sechszylinder, um das auch zu betonen. Ich habe das Thema DAF natürlich entsprechend verarbeitet, ohne das zu übertreiben. Wir haben nochmal schön den 90er Jahre DAF-Schriftzug drauf. Und vorne für die Beschreibung, für die Namensbeschreibung, habe ich hier mich ganz bewusst entschieden, weil viele interpretieren das auch falsch. Und zwar heißt es, kommt da von Van Dorns Anhangwagenfabrik. Daraus wurde dann DAF gemacht. Dorns Anhangwagenfabrik. Dafür steht DAF. Dann haben wir dieses Thema nämlich auch mal erledigt. Ja, was haben wir noch gemacht? Wir haben so viel gemacht. Wir haben jetzt hier diese Scheinwerfer Umrahmungen, die ja normalerweise ein bisschen chrom oder so silbrig sind, die haben wir jetzt skinbar zum Beispiel. Also zumindest bei mir ist mal eine Private Edition. So viele andere. Die Spiegel sind jetzt vollständig skinbar. An den Spiegeln sind Lollipops dran. Puh, was haben wir noch? Wir haben natürlich das Interior, das habe ich vom Toaster. Das habe ich mir selbstverständlich gekauft. Ich hatte zwar in der Dieselpassion da eine Frage dazu gestellt, da kam auch viel Hilfe. An dieser Stelle auch nochmal vielen, vielen Dank dafür. Auch Daniel, danke für die Fender hinten, die ich von dir zugeschickt bekommen hatte. Und auch für andere Dinge, für den Jerome möchte ich nochmal danken, für den DAF, wo wir uns die Sideskirts rausgeholt haben. Das sind alles Privatmodelle, das will ich natürlich nicht und niemals veröffentlichen, das ist ganz klar. Aber die kleinen Sachen, die Laubi und ich gemacht haben, da gibt es, und das ist unser kleines Weihnachtsgeschenk, inklusive einem Skin von mir,
Ich werde also einen DAF nochmal vollständig mit Trailer, und das ist, könnt ihr sagen, was ihr wollt, das wird einfach der Trailer sein, den ich auch habe. Das ist immer festgelegt, ansonsten müsst ihr euch selber was skinnen. Da gibt es nochmal einen kompletten Mod mit dem Skin. Das wird dann nächste Woche sein, am Sonntag, auch in der Premiere. Und dann gebe ich euch den Download-Link und dann könnt ihr auch euch den runterladen und so ein bisschen in dieser Art zusammensetzen. Ja, ansonsten haben wir noch natürlich oben der Sun Shield, der aus einem uralten Mod. Das ist so ein Add-on-Tuning-Mod, ein DAF-Add-on-Tuning-Mod rausgeholt, der auch seit 2016 leider nicht mehr gepflegt wird. Und ja, ansonsten habe ich versucht, mich hier etwas zurückzuhalten im Skinning, nicht zu viel zu machen, weniger ist mehr. Das werdet ihr dann auch beim Auflieger sehen. Das heißt, es wurden keine großartigen Grafiken verarbeitet, wie beim Nordhessenliner oder bei der Julia zum Beispiel. Ja, Video wird auch schon ganz schön lang. Wir sind jetzt schon bei 26 Minuten. Er hat einen eigenen, sag gleich mal, einen eigenen Dings bekommen. Windows-Sticker, diese Passion diesmal schwarz mit blauer Umrahmung. Und ja, es sind verschiedene Schriftzüge verarbeitet, aber im Wesentlichen zwei. Das heißt, also ich habe den TransArt-Schriftzug und natürlich den von der Diesel Passion, beziehungsweise halt meine normale Beschreibung verarbeitet. Und es gibt natürlich, was hier mich noch ein bisschen stört, rein Sechszylinder, aber weil das ist so ein scharfes Wort. Ja, Reihen Sechszylinder. Die meisten kommen immer aus keinem V8 bis asozial. Sobald ich im Nordhessenliner hocke, also in der Claudia, ja, sage ich das auch. Ihr wisst ja, wie ich mich immer darüber freue, wenn der V8 seine Arbeit aufnimmt. Aber ein Reihen Sechszylinder ist auch eine geile Geschichte, das wisst ihr. Ja, also das Reihen Sechszylinder stand das erste Mal bei mir in Rot. Na, wer kommt drauf? Auf den DAF XT. Und hier habe ich das Ganze, weil Rot hat mir ja nicht gepasst, Schriftzug nochmal etwas schärfer gestaltet. Und ja, weil das Wort zu scharf ist. Also ich find das gut, rein Sechszylinder. Das kann man, das ist ein typisch deutsches Wort, ne? Das ist so, das kann kein Englisch sprechender aussprechen. Ryan Sachs, what? noch verstehen. Das finde ich, wegen finde ich es einfach so geil. Ich finde das Wort so geil, rein Sechszylinder. Ist auch die beste Form, Bauart von Motoren dafür. Also es geht nicht umsonst, werden diese Motoren als Industriemotoren verwendet, weil sie auch mit am laufruhigsten sind. Ja, ich glaube, wir haben uns alles angeschaut. Ein bisschen Tannenbaum habt ihr gesehen, muss natürlich auch bei mir sein, spätestens hinten. Also gefällt mir gut. Wie gesagt, ihr könnt auch vieles schon mit dem Alang machen, aber es ist halt teuer. Und nein, ich möchte auch keine Fragen haben. Ich werde sowas niemals rausgeben. Ja, nie, niemals. Ja, ansonsten haben wir hier jetzt eigentlich alles. Ich denke mal, wir dürfen dann auch mal einsteigen, dass es auch mal sieht aus der Fahrerperspektive. Also Trommelwirbel. Moment, Trommelwirbel. Ich habe doch hier so Special Effects. Ja, zack. Ach so, mit Pause ist drin. Muss man nochmal machen? Bam. Ja, ich habe mich für ein Y-Lenkrad entschieden, einfach um die Armaturen besser zu sehen. Das ist einfach so eine pragmatische Frage. Ich weiß, DAF wird immer mit dem Vierspeichen-Lenkrad in Verbindung gebracht, aber das muss auch nicht sein, wie man nämlich zum Beispiel hier am Kissen sieht. Das ist vom Oldschool Club, wo ich mich jetzt als Member auch fühle. Und die Rosi im Übrigen auch. Die schlummert natürlich erstmal wieder. Ihr seht drei Speichen Y-Lenkrad. Und ja, ansonsten habe ich es mir wieder gemütlich gemacht. Das ist erstmal noch das Toaster-Interieur ohne großartige Umbauten, aber deutlich kleiner gemacht. Ich weiß nicht, warum diese Dinger bei ihm, wenn er das nämlich mal entpackt, und das macht ja das Spiel in den Arbeitsspeicher, dann sind das 750 Megabyte. Da fasse ich mich ein bisschen an den Kopf. Muss ich mal ganz, ganz deutlich und einfach so sagen. Und ganz ehrlich, Leute, bevor ihr das kauft oder so, guckt euch lieber im Internet um. Die Dinger sind so voller Fehler. Das sind nicht nur Warnings, da sind auch richtige Errors drin. Ich weiß nicht, also ich finde es eine Unverschämtheit, sowas dann auch noch zum Kauf anzubieten.
Ich rede ja mal frei von der Leber weg, auch wenn das der Toaster sicherlich anders sieht. Ich weiß dann schon mittlerweile, was man da kauft und ich mache es dann auch, wenn ich das unbedingt haben möchte. Ich kann mich ja auch entscheiden, das zu nehmen oder nicht und ich habe mich hier für die Basis entschieden, weil optisch, das muss man lassen, sehen sie gut aus. Das ist nun mal so und das kann man hier auch nicht bestreiten. Aber gerade dieses Interieur, für das ich mich entschieden habe, guckt mal hier oben, das sind alles 3D-Flächen. Das ist mit einer Textur überlegt, aber das sind richtige 3D-Flächen. Und das muss der Rechner alles mit berechnen. Ja? Das heißt, wenn ihr euch dafür entscheidet, braucht ihr eine leistungsstarke Grafikkarte, einen leistungsstarken Rechner. Ansonsten würde ich es euch wirklich nicht empfehlen. Und ihr solltet wissen, was ihr tut, denn das Toaster-Interieur, das muss man erstmal fehlerfrei bekommen. Normalerweise beim normalen Toaster, wenn ihr oben auf die Lautsprecher guckt, könnt ihr zum Beispiel an den Rändern durchschauen. Ja, da guckt ihr ins Freie. Und das sind alles so Sachen. Und dann habt ihr jetzt viele Warnings und Einträge und viele Sachen passen nicht. Also da muss man wirklich wissen, was man tut. Das heißt, wir haben stark überarbeitet. Aber ansonsten, wie gesagt, von der Farbgebung her finde ich es toll. Und meins ist halt, wie gesagt, wieder wie beim NH so ein Einzelstück. Und das wird auch nicht rausgegeben. Da braucht ihr mich auch nicht fragen. Da kommen ja immer wieder die Fragen dazu. Da steckt einfach zu viel Arbeit drinne. Und das ist auch für die Story exklusiv. Und ich weiß, ich gebe sonst gerne Mods raus, wenn sie dafür da sind. Aber das ist einfach für die Story. Und das wird auch nach und nach noch ein bisschen bearbeitet. Einige Sachen haben wir hier drin schon gemacht. Und ja, aber an manchen Sachen möchte ich gerne noch mal ran. Ja, ansonsten ist es ganz gemütlich. Wir haben hier oben ein Funkgerät. Wir haben natürlich hier ein Tischlein mit allen möglichen Geraffel, was man halt so im Truckerleben braucht. Wir haben hier, guckt mal, Handschaltung. Deswegen war der Umbau auch so schweineteuer. Das hat altogether 40.000 Euro gekostet, obwohl wir viel, viel selber mitgemacht haben. Aber es war es mir einfach wert. Und eigentlich wollte ich ihn also an Daniel übergeben. Hier unten muss ich nochmal ran. Da muss ich einfach diese Anbaupunkte ein bisschen höher legen. Deswegen liegt jetzt die Karte ein bisschen tief. Das ist aber eine Kleinigkeit, nur ich wollte jetzt mal anfangen. Ich habe natürlich meine Postkarten wieder mit dabei. Da oben eins live. Das kann ich von hier unten aus steuern. Ja, ein bisschen Ablage hinten, mein Bett. Ich schlafe an und für sich oben. Ich schlafe sehr gerne oben, so hoch wie möglich. Dann kann ich oben das Dachfenster auch aufmachen und habe dann schöne Luft. Ja, ansonsten Navi, ne, so das Übliche. Ja, der Oldschool hier auch, habe ich mit einer Windmühle drauf gearbeitet, auch ja, mit den entsprechenden Schattentexturen drauf. Ich finde es wohnlich, passt unheimlich gut zum DAF und ich würde aber sagen, machen wir mal Soundprobe, oder? Vorne ist der Piwa drinne. Und ich habe mich für den Kriechbaum-Sound diesmal als Basis wieder entschieden. Kriechbaum macht für mich sehr, sehr gute Sounds. Und ich habe jetzt mal angefangen, den so ein bisschen abzuändern. Also eine Motorbremse ist eine andere drin, Schaltgeräusche sind andere drin, Airbrakes ist mittlerweile sind andere drin. Ich fand da gerade die Schaltgeräusche viel zu übertrieben. Ich weiß, diese kommen aus so einem echten DAF, dieses Automatik-Einschießen der Gänge über die Pneumatik. Kann man mögen oder auch nicht. Ich finde es nachher einfach im Fahrbetrieb ein bisschen anstrengend. Deswegen auch beim Handschalter habe ich mich hier ein bisschen für eine sonore Methode entschieden. Und würde aber sagen, wir fahren ruhig mal los jetzt hier. Bremse rein. Ach so, ja. Moment, Moment. Aber das, nee, wir gucken uns den Zug gerne an, dann zeige ich euch das. So, wunderbar. Dann geht es aber eigentlich auch schon los. Trailer abholen. Immer, wie sich das hier gehört, den Stuhl schön tief eingestellt. Ja. Auch in so einem Bitte links abbiegen. und darf man ja auch mal tief drin sitzen. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Das hatte ich beim, wie heißt der Bitte hier? rechts abbiegen. Asphalt Cowboys. Der jetzt auch den DAF bei Vögele fährt. Ich komme gerade nicht drauf. Ihr wisst alle, wen ich meine. Sagen wir mal, gerade wenn du nachsuchst.
Sebastian heißt der, glaube ich. Bastel? Nee. Der früher für England gefahren ist, auch schon immer bei Vögele war, zumindest in der Sendung. Ja, ansonsten Motorleistung haben wir so gelassen, da haben wir nicht dran rumgefummelt. Ich finde, der ist mit seinen 530 PS gut dabei. Aber wie gesagt, Getriebe raus, das konnte ich auch wieder verkaufen, aber die Rechts Arbeit rein ist ja und auch dann rechts einiges. abbiegen. Und wir haben einen 12 und 2, da hatte ich mich wieder an meinen Partner vom DAF XT erinnert. 12 und Bitte rechts 2 abbiegen. Scania Opti Cruise verbaut. Ist auch in der Endübersetzung optimal. Mit dem in der Zusammenarbeit und hat wieder einiges an Geld gekostet. Ja, aber es lohnt sich einfach. Ich wollte kein 16-Gun-ZF einbauen, weil ich muss euch ehrlich sagen, ich schalte nicht so gerne 16 Gänge. Also mir ist das Bitte rechts 12-Gun-Getriebe viel, viel abbiegen. lieber. Ja, aber jetzt will ich nicht groß schwätze. Jetzt kommen wir hier zum Trailer, der natürlich Die auch. Navigation ist beendet. Oh Gottes Willen. Auch entsprechend überarbeitet wurde. Ihr seht es schon hier, also keine Riesengrafiken, sondern bisschen im Holland-Style clean gelassen. Ich konnte mich so aufs das ganz Cleane noch nicht wirklich zurückziehen, aber hinten das Transat auch ein bisschen überarbeitet. Man sieht es also auch hier. Der Visant, der ist ja typisch hier für unsere Gegend und für Transat, ist jetzt schwarz. Der Transat-Schriftzug ist auch schwarz und von vorn nach hinten verläuft blauer Farbverlauf mit einer schwarz-weißen Linie, wo ich das wieder aufgenommen habe. Und hier unser Carrier, also seht, also auch der wurde stark überarbeitet, auch mechanisch nochmal unten gecleant und so weiter. Aber ansonsten ist das einfach eine tolle Basis. Na, komm rüber, Baby. Ja, machen wir gleich mal die ganzen Wunderlampen an, ne? Dann denke auch. So. Mal hier aufsatteln. Ja, ich würde mal sagen, wir machen kurz, so wie sich das gehört, Haus- und Hofrunde. Fangen wir gleich hier an. Vorne. Na, was sagt er? Ah, stark. Oh, das wird mein neues Hintergrundbild. Oh, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Qualmt sogar oben raus. Ja. Meint, so, ja, so ein bisschen hoch. Wo kommen wir wieder runter? Hallo? Da. Ach, wenn die mal die Option hätten, ganz normal auszusteigen, das wäre doch ein Träumchen, oder? Das wäre ein Träumchen. So, fangen wir hier drüben an. Hab das natürlich alles schon nochmal gemacht, aber. So, wunderbar. Geht alles, sehr schön. Lämpchen gehen auch, dann sehen wir auch den Trailer mal. Hubachs ist unten. Geht auch, wunderbar. Ja, hier habe ich noch keinen Staukasten bekommen, der kommt aber noch. Da könnt ihr auf jeden Fall ganz sicher sein. Deswegen ist jetzt hier auch noch die Blende davor. Geht alles wunderbar. Ja, jetzt seht ihr auch den Trailer hier von hinten. Das heißt, oben ist die Diesel-Passion drauf. Unten haben wir dann hier nochmal das ein bisschen überarbeitete LKW Friends on the Road mit der 003 Bezeichnung, weil das ist ja wie gesagt mein Auflieger bzw. Zug 003. 01 ist natürlich der Nordhessenliner, 02 ist die Julia, die der Janusz fährt und 03 ist jetzt hier der Holland-Styler.
und muss mich da selber noch dran gewöhnen an den Namen. Ja, und dann haben wir hier die natürlich nochmal kurz die Firma drauf, weil ansonsten habe ich sie nur vorne auf der Zugmaschine. Ja, ansonsten hier, wie gesagt, das Transart. Wir sind. Jawohl. Ihr seht auch die ganzen Radkästen und so, alles lackiert. Schön die Schmutzfänger hinten dran von Ikeri. Kann man euch mal zeigen, das ist gleich von hinten, dass das ein Ikeri ist. Jo, also ich bin sehr zufrieden mit dem Zug. Auch hier nochmal unser Slogan, der neue, der mit der Giulia dann einzugehalten hat. Zuverlässig, kraftvoll, dynamisch. Ihr Partner. Und ansonsten, ja, komm hier. Zugachse nochmal. Haben wir dann hier nochmal das Gesamtbild. Und wie gesagt, ich habe mich stark zurückgehalten, um das auch in für mich und mit meinen Farben möglichen Holland-Style zu halten. Was man vielleicht jetzt auch sieht, wir haben noch ein bisschen angerauchte Scheinwerfer vorne. Mit der schwarzen Umrandung kommt das eigentlich recht gut. Ich überlege jetzt noch oben den Leuchtkasten eher im Gelb, wenn die Lämpchen an sind, erscheinen zu lassen. Muss ich nochmal gucken, ob ich das mache. Muss ich erstmal ausprobieren. Rom wurde auch noch nicht an einem Tag erbaut und deswegen, ja. Achso, wir müssen ja hier noch die BAM machen, ne? Sehr schön. Okay, dann würde ich sagen, schmeißen wir uns auf die Bahn. Wir müssen heute noch ein paar Meter runterreißen. So, Warnblinker aus. Wir haben drauf Ziegenkäse, 18 Tonnen. Kassel ist ja berühmt für seinen Ziegenkäse. Also zumindest haben wir sehr, sehr viele türkischstämmige Mitbürger in Kassel. Und ich liebe es ja, in diesen Läden einzukaufen. Ja, ne, gibt es vielleicht auch eine entsprechende Ziegenkäseproduktion. Ich wusste es noch nicht, aber... gut von unten das Drehmoment. Ich habe auch die Drehmomentkurve noch mal ein bisschen angepasst. Ich hatte ursprünglich hat eigentlich der Motor im unteren Drehzahlbereich gar keinen Drehmoment, also würde da gar kein Motor und kein Hubraum existieren. Bitte links abbiegen. Machen wir schnell geladen. Peter, mach's gut. Demnächst links abbiegen. Oh, ich liebe diesen Trailer, muss ich ehrlich sagen. Er war am Anfang, dachte ich schon, hier kommt einer vom Fred rum. Er war am Anfang so gar nicht mein Ding, weil diese Achskombination vom Ikeri, nee, bin ich nicht wirklich warm geworden mit. Aber wenn man dann mal hat, dann ist er geil. Bitte warten Sie, die Route wird neu berechnet. Machen wir. Aber warten tue ich nicht. Demnächst links abbiegen. Bitte links abbiegen. Ja, ich muss mich noch ein bisschen ans Getriebe wieder gewöhnen. Fühlt sich schon mal gut an. So viele Meter bin ich jetzt mit dem LKW auch noch nicht gefahren. Demnächst rechts abbiegen. Bitte rechts abbiegen. So, wir sind jetzt auf der Original Vanilla SCS Map unterwegs. Vanilla, für alle, die es nicht wissen, bedeutet also auf der Original Map ohne Zusatz Map Mods. Weil Pro Mods ist noch nicht draußen. Ich könnte höchstens die Ukraine machen. Aber da das jetzt erstmal nicht die Richtung ist, brauche ich es jetzt auch nicht reinzunehmen. Ich mache das dann, wenn die Pro Mods wiederkommt und dann werde ich mich mal drum kümmern. Und bin jetzt total gespannt auf die neuen Gebiete, das kann ich euch sagen. Also da bin ich wirklich gespannt. Ja, es geht jetzt von der Tour her, geht es, willst du mich verarschen? Achso, die Ausfahrt nach Eisenach, okay.
über Prag, Brünn. Prag, Brünn. Ungarn, Rhein, Rumänien, Bulgarien, Türkei. Das ist der Plan. Ich bin jetzt mal Einzelhandel gespannt. und dann ausfahrt rechts. Moment, können wir vielleicht auch. Da muss man mal gucken. Nee, das macht ja überhaupt keinen Sinn, weil sonst hätte ich gesagt, oder höchstens Nürnberg zu fahren, weil das. Was da hier Land, mal so ein bisschen was von diesen neuen Gebieten zu sehen. Das sind dann 36 Stunden. Aber wir sind eh so knapp in der Fahrzeit. Wir müssen Freitag früh da sein. Das ist schwierig. Aber ich würde schon gerne mal hier das um Nürnberg drumherum sehen. Ja, ist jetzt nicht so. Muss ich mal kurz um eine Katze kümmern. So, Viecher sind versorgt. Ich habe das auch gleich nochmal zum Anlass genommen, das andere große Viech, also mich selbst zu versorgen. Schönen Milchkaffee. Ein bisschen trockene Kehle. Oh, das tut gut. Ah, das tut gut. Ja, nee, das macht, solange jetzt hier diese Gebiete hier nicht dabei sind, sprich von der Promoz aus, die vermisse ich gerade hier sehr, sehr schmerzlich, muss ich ehrlich gesagt sagen. Macht es keinen Sinn, über Nürnberg zu fahren, weil wir sind eh ein bisschen in der Zeit knapp. Und deswegen, ja, lassen wir das jetzt so. Oder waren wir raus? Kann man ein bisschen das Gewicht nutzen beim Anschieben? Kleinen 2. Klar, man merkt natürlich so ein bisschen beim Anfahren in der kleinen 2, dass er nicht ganz die Macke hat wie zum Beispiel der DAF XT. Das ist ganz klar. Kann er auch nicht haben. Er hat 12,9 Liter Hubraum. Aber so für diesen 40-Tonnen-Verkehr ist er mit seinen 530 PS und 2.500 Newtonmeter Drehmoment schon sehr gut dabei. Hat sogar im 2.500, ja, 2.500 hatte ich gesagt. Warte mal, sind wir jetzt hier richtig? Das ist aber auch hier ein Abgebiege. Okay, alles gut. Und im Overboost sogar 2.600. Sind wir richtig gut dabei. Und da ich auch nicht so also in den maximalen Drehmomenten und dann Leistung nicht rumgefummelt. Oh, schön hier. Ah, Renault. Na, schöne Grüße an Sven, unseren Renault-Fahrer in der Runde. Und ich freue mich ehrlich gesagt jetzt hier, bis auf vielleicht langweilig Tschechien und so weiter, das sind die Uraltgebiete, mal wieder auf der Vanilla rumzufahren und Links mal halten und dann die links abbiegen. deutschen Gebiete hier wieder zu sehen, die überarbeitet wurden. Bitte links abbiegen. Schwuppeln wir hier nochmal über die Ampel drüber. Der Sound ist mir persönlich zu laut. Den werde ich wahrscheinlich ein bisschen runternehmen. Und zwar nur die Motorgeräusche an Bitte sich. links halten. Die finde ich sehr laut. Ja, die Maschine hat jetzt insgesamt schon, jetzt gucken wir mal hier so ein bisschen durch. Also wir haben 1370 Liter Diesel noch an Bord. Brutale Reichweite. Ja, das ist jetzt. Ich habe mal den ganzen Durchschnittsverbrauch hier wieder runtergesetzt. Wir sind jetzt auch schön schwer.
Wir müssen jetzt erstmal ein bisschen auf Strecke kommen, dass dieser Durchschnittsverbrauch wieder runterkommt. Ja, ansonsten hat der LKW jetzt insgesamt 203.513 Kilometer runter. Das ist ja, den habe ich gebraucht gekauft von Borg. Das ist ja der DAF, mit dem ich da rumgefahren bin. Und es ist schon eine ganz andere Maschine jetzt, ne? So, A7. Ja, Freunde, vielleicht manche von euch mögen sich derzeit ein bisschen über diese Werbung in den Videos ärgern. Auch bei mir, da kommen ja, bevor man es schauen kann, kommen ja, glaube ich, 2 Werbeanzeigen durch und, und. Das können wir YouTube-Treibenden gar nicht so richtig beeinflussen. Denn ich muss es erstmal hochfahren, ich glaube, das Ding ist viel zu laut. Denn momentan will YouTube noch viel Geld verdienen und es sind noch viele Werbeetats offen zum Jahresende, die aufgebraucht werden müssen. Deswegen schalten die jetzt auch gerade in dieser Kaufrauschzeit kurz vor Weihnachten sehr viel Werbeanzeigen. Und da sind uns natürlich, ja, wie soll ich euch das sagen, das ist dann halt so. Da müsst ihr euch einfach mit arrangieren. Ausfahrt rechts nehmen. Das können wir wenig beeinflussen. Wir können nur sagen, Werbung ja oder nein. Und ich hatte immer gesagt, ich schalte die dann, wenn ich über 1000 bin. Weil so ein bisschen, ich stecke sehr viel rein in das Hobby, so ein ganz klein wenig Refunding. Das heißt also, was zurück hätte ich halt auch gerne. Weil alleine jetzt in dem DAF steckt halt viel Geld drin ja schon. Und das wird das Video alles nicht wettmachen. Also wir verdienen hier nicht das große Geld. Das sind alles Pimperlinge, aber ja, so ein, zwei Pimperlinge ist halt nicht schlecht. Und dann kommt halt noch dazu, zum Beispiel beim letzten Mod für den Iveco, wo wir viel dran gearbeitet haben. Der wurde dann auch raubkopiert, auf andere Links gesetzt. Nicht mal diesen 1 Euro beim Schermutz für die ganzen Downloads, die er hat, werden einem gegönnt. Also es sitzen überall nur Leute rum, die ja einfach immer nur den eigenen Vorteil sehen. Und das ist nun mal so, das ist unsere Welt, die war aber auch schon immer so. Das ist jetzt nur dadurch, dass wir alle durchs Internet ein Stück weit näher zusammengerückt sind, wird das einfach noch viel deutlicher. Und will mich da gar nicht beschweren, aber falls irgendjemand jetzt so ein bisschen traurig ist über diese viele Werbung, die in vielen Videos jetzt und auch in meinen halt geschalten wird, das liegt einfach so ein bisschen an der Jahreszeit. Das wird dann nach, im Februar, wird das wieder abklingen, weil dann werden erst die neuen Werbeetats neu verhandelt. Ja, und dann klingt das auch wieder ab. Also um jetzt zum Spiel wieder zurückzukommen, was ich hier eindeutig erkennen kann, das ist wirklich hier hinten, wo es nach Eisenach geht, auf der A4. Das kann man wirklich hier wieder erkennen, das ist schon ziemlich cool gemacht. Sehr, sehr schön. Da freue ich mich jetzt auch total auf jeden, ne? Da fahren wir jetzt auch gleich wieder vorbei. So, jetzt sind wir auf der Bahn. Jetzt wollen wir mal gucken, wo der Durchschnittsverbrauch auch hingeht, aber jetzt werde ich das mal wieder eine 3 davor kriegen. Aber es geht hier schon ganz schön bergauf, bergab. Mein lieber Herr Gesangsverein. Ja, ungefähr die Strecke bin ich letzte Woche real live gefahren mit dem Bulli. Oh, hier. Das ist doch hier 3 gleichen, ne?
Mit dem Bulli gefahren, schön allerdings A38, Leipzig vorbei, Dresden, noch Dresden ans Fitnesscenter gegangen, nächsten Morgen weiter, weil ich bin erst mittags losgekommen. Und dann, nee, Dresden bin ich an dem Abend noch weitergefahren, genau, bis in die Nacht rein. Dann habe ich zwischen Prag und Brünn übernachtet, an so einem Autohof. Und wo natürlich die Toilette kaputt war, weil sie saniert haben, aber dafür haben sie Ersatztoiletten gestellt. Die waren richtig lecker, kann ich euch sagen. Und ja, aber für eine intensive, gründliche Katzenwäsche hat es erstmal gereicht. Ja, und hab da wohl gut geschlafen, war auch schön kalt, so mag ich's. Und dann stellst du im Bulli schön die Standheizung auf Stufe 3 von 10, glaube ich. Was ist dann bitte Stufe 10? Da wirst du da drinnen gegrillt regelrecht. Also da musst du draußen schon minus 15, 20 Grad haben, denke ich mal, dass du diesen Wärmeverlust dann ausgleichen kannst. Ja, und da haben wir dann so uns gut gehen, also so ein Quatsch, jetzt bin ich gerade raus aus dem Thema. Und dann weiter über südlich Brünn, dann nach Wien und dann immer weiter. Aber wie gesagt, so bis Brünn bin ich letztens auch gefahren. Durch Prag durch, kurz SCS gewunken und ich liebe das. Ich liebe das einfach so unterwegs zu sein. Und jetzt sind wir es auch hier mit dem. Ah, mit diesem herrlich schönen DAF. Ah, schön. Na, Röschen, geht's dir gut? Wunderbar. Jawohl, Durchschnittsverbrauch geht schon runter auf 37,8. Das braucht auch hier seine 27,5. Geht ja, gerade eben weiter. Ist auch mal die Frage, braucht das gerade, weil wir bergab laufen oder ein bisschen ging es bergab, ne? Ja. Jetzt hier bei Jena, das haben sie schon, das sieht einfach geil aus, Leute. Das sieht einfach geil aus. Wie gesagt, in Deutschland, ich persönlich bräuchte bis auf bestimmte Städte keine Promos mehr in Deutschland, wenn das überarbeitet ist von SCS, weil es von SCS ist viel performanter, sieht oftmals nicht schlechter aus. Viele jammern ja so ein bisschen Hamburg hinterher, aber damit kann ich leben. Und ja, dass man auch so ein bisschen was von diesen neu überarbeiteten Gebieten mehr sehen kann. Das, was ich halt sagen muss, was die Promotions noch besser drauf haben, das ist die A44 von Kassel ins Ruhrgebiet rüber. Das sieht noch besser aus, aber ansonsten hier sieht top aus. Also ich hätte ich gerne mehr davon. So, jetzt gucken wir mal kurz hier von außen. Sehen lassen. Oh ja. Aber jetzt sollen wir wieder reinhocken. Nicht, dass da vorne einer bremst und wir kriegen es nicht mit. Ach, da freue ich mich schon noch viele, viele Kilometer hier mit dem DAF.
Keine Angst, der Nordhessenliner ist nach wie vor in der Trendsart. Also ich weiß auch nicht, hört ihr manchmal nicht zu? Also natürlich, wir haben jetzt drei LKWs. Wir haben die Julia, wir haben den Nordhessenliner und wir haben den Holland-Styler hier. Und die verkaufe ich auch nicht. Da steckt so viel Arbeit drin. Da will ich auf keinen Fall was verkaufen. Und deswegen will ich auch den Nordhessenliner auch wieder fahren. Die Julia ist auch in fester Hand vom Janusz. Er liebt den LKW. Das ist, finde ich, total super. So, wir sind um 11 los. Das heißt, wir können 10 Stunden fahren. Ich ziehe heute auf jeden Fall schon die 10er. Und 10 Stunden fahren. Müssen wir Pause machen, inklusive der normalen Pause, die ich immer drauf rechne. Sind wir dann bei 11 Stunden Fahrzeit, das 10, 11, 21 Uhr. Ja. Und ich hätte mir auch schon überlegt, jo, starte ich vielleicht oder kürze ich das ab jetzt in den Folgen, dass wir direkt in den Black Sea DLC fahren, aber nee, ich möchte jetzt gerne wieder ein bisschen fahren. Die Zeit des Moddens ist vorbei. Ich habe jetzt viel Zeit mit dem Laubi im Modding und im Skinning und im Soundmodding und was weiß ich nicht wieder verbracht. Ja, ein bisschen Speed runter hier. Ah, Bulli! Oh, du blöde Jan, ey! Also werden wir wieder rüberziehen. Aber so ist das halt auf der Autobahn. Ansonsten ist der Sound vom Kriechbaum hier schon, den könnt ihr euch auch, und ich werde euch das, mein Upgrade sozusagen, inklusive dem Motor mit den Daten und auch dem Getriebe, das gebe ich euch dann alles in diesem Mod mit dazu. Da müsst ihr halt den Kriechbaum, den originalen, installieren. Das war wohl nix. Na super. Ausfahrt rechts nehmen. Jetzt geht das schon wieder los hier. Ich liebe es ja. Ja, muss mal, du wirst rechts einen Geige ändern. Das kostet wieder Zeit ohne Ende. Hier hinten macht keinen Sinn, ne? Nee, der Schwung ist zu groß. Diese Umleitung, das müssen wir umstellen. Die Route wird neu berechnet. Ja, das war, glaube ich, hier im Gameplay drin. Und bevorzugst du Auftragslänge? Jawohl. Zufällige Straßenereignisse sind wir mal ein bisschen runter. Und Umleitung, das nehmen wir hier runter. Also ich kenne das schon aus dem ATS. Die Straßenereignisse können wir ruhig hier so lassen. Aber das wird einfach sonst mit diesen Umleitungen wird zu viel. Irgendwann seid ihr nur noch am Stöhnen. Und man schafft eigentlich keine Fuhre mehr pünktlich zum Zielort. Das darf man nicht vergessen. So, ja, über Dresden dann. Super. Na gut, es ist so, wie es ist. Fahren wir halt durch Dresden mit so einem großen 40-Tonner hier. Das ist eh immer das Schönste. Kann man gleich nochmal Marian grüßen. Der wird aber nicht zu Hause sein. Ich habe auch keine Zeit jetzt anzuhalten.
Aber als guter LKW-Fahrer, der muss ja auch seine Brötchen verdienen, ist er eh nicht zu Hause. Ne, Mariam? Was ich auch noch reinnehmen will, ist dann ein schöner Herbstmod von Grimes. Aber ich habe den jetzt mit der 1.36, weil wir gemerkt haben, da gibt es schon noch mal ein paar Probleme. Da haben wir den jetzt rausgelassen oder ich den rausgelassen, aber sobald der gut funktioniert, und da könnt ihr mir auch sehr gerne Bescheid sagen, nehme ich ihn dann auch mit rein. Das kennt man aus deutschen Städten gar nicht, wenn ein LKW ankommt mit so einer Motorbremse. Oder ich Piano hier machen. 17:32 und schon dunkel. Oh, wie liebe ich's. Das war wieder klar. Das war wieder klar. Ich glaube, die 1 und die 2 dürfen ein bisschen kürzer werden. Nicht viel. Schnupperle. Oder halt die Endübersetzung ein bisschen runternehmen, hochnehmen. Lass mal gucken, wo die ist. Können wir vielleicht so in der Nähe Prag oder so uns dann ein Plätzchen suchen? Mal damit der Zeit noch auskömmlich sind. Und dann rechts abbiegen. Es müsste hier Mariam Buster Trucking sein. Bitte rechts abbiegen. Mach ich doch. Bisschen kürzer. Ist halt das Getriebe noch ausgelegt eher für 620 PS und etwas über 3000 Newtonmeter Drehmoment. Da passt das dann auch. Im Straßenverlauf folgen. Ich habe einen elektrischen Stuhl vergessen. Das fällt mir aber auch früh ein. Im Straßenverlauf folgen. So,
War. Ich stelle den ran. Und ja, dann stirbst du besser. So. Bremse rein. Na, Schnubbel. Haben wir schon? Ist schon? Oh, ist schon. Was denn? Oh, komm. Oh, auf jeden Fall oben. Oh, jetzt hier. Das sieht doch ganz gut aus. Ich denke mal, wir werden gesehen. Es ist ausreichend Beleuchtung dran. Miep. Denkt, diese geilen Motorbremsen können amerikanische LKWs. Ah, weit gefehlt. Das können europäische genauso gut, wenn sie entsprechend aufgebaut werden. Zumal die europäischen im Schnitt sowieso mehr Leistung haben. Ja, euer Sperrung, was hat er gemacht mit seinem Volvo? Marian? So, jetzt aber bitte mal wieder freie Bahn voller Hahn hier. Also, mal ein bisschen Strecke machen können hier. Jetzt läuft mir langsam die Zeit davon. Ist gut und gerne eine Stunde, anderthalb Stunden gekostet hier. Da ist mir noch zu früh hier rauszufahren. Da haben wir gut und gerne 2 Stunden Fahrzeit. Die können wir auf keinen Fall verschwenden. Aber ich will schon mal luschern, wo wir da vorne schon die Grenze, Vignette, naja, wir haben das Lesegerät. Hier, das wird wahrscheinlich so hier unser Ding da sein. Hier unten, ja, Prag durch müssen wir. Weil hier ist alles noch zu früh. Hier wäre noch einer, der ist aber auch zu früh vermutlich. Gucken wir mal. Gucken wir mal, jetzt kommt die Grenze, dann der nächste Rastplatz, wo wir da sind. Zur Not müssen wir einen sauren Apfel beißen, das ist halt dann nochmal spielmechanisch so bedingt. Yeah, Tschechei. Dakujem, ne. Ach genau, nee, das ist glaube ich Dakujem. Dakujem? Polnisch? Ach, ich blamier mich jetzt hier vollständig. Dobre. Dobre ist gut, glaube ich, hier in der Tschechei. Das ist Dobre, müsste tschechisch sein. Oh ja, schön mit den Burners. Ich bin gerne bei den Tschechen, muss ich sagen. Da jetzt auch ein paar größere Projekte, bin auch öfters dort wieder und auch meine Großeltern kommen aus Tschechien. Spreche zwar kein Wort im Grunde genommen, da habe ich mich als Jugendlicher und Kind halt irgendwie vollkommen dagegen gewehrt. Meine Großeltern haben es im Grunde genommen genutzt als Geheimsprache, wenn wir mal was nicht verstehen sollten, dann zack, haben sie Tschechisch gesprochen. Und Kollege, jetzt kann ich auch gleich dahinter bleiben, oder? Da
Das war jetzt, das habt ihr jetzt nicht gesehen. Ich wollte nur mal zeigen, wie man es nicht macht. Ja. Oh ja, zieht er hoch hier. Scania abgezogen. So, wo sind wir? 1932. Nee, auf keinen Fall. Wir fahren Prag durch und machen dahinter Pause. Das machen wir. Ach Leute, ich merke es gerade schon, wie in mir langsam wieder so diese Fahrfreude aufkommt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe die in den letzten 2 Wochen nicht unbedingt gehabt. Oder 3 Wochen. ATS, in Anführungsstrichen, muss ich auch mal wieder. Das kommt dann automatisch, wenn du da drinne bist. Aber momentan habe ich einfach ETS-Fahrlaune, auch sicherlich durchs DSC. Aber auch, weil ich mir so einen neuen Zug jetzt hier aufgebaut habe. Und ich habe richtig Bock zu fahren jetzt auf einmal wieder. Das kommt jetzt gerade hier dadurch. Ich muss ehrlich sagen, ich habe mich da so ein bisschen vorgedrückt. Aber es war auch immer noch viel zu tun. Ich bin dann einer, wenn es dann nicht so fertig ist, wie ich mir das vorstelle und gerne mag, dann... ihr wisst, was ich meine. Ne? Hoffentlich. So, können wir mal runtergehen hier. Was ich auf jeden Fall bearbeiten muss, ist das Piva hier vorne. Das ist, schaut euch das an, das ist so schlecht gemacht. Also, da muss ich auf jeden Fall ran. Die dritte Ausfahrt nehmen. Übersetzung darf, glaube ich, ein bisschen. Jetzt diese Ausfahrt nehmen. Aber mit der mitlenkenden Achse hinten, das ist einfach so eine Wonne zu fahren, gerade wenn es enger ist. Hotel hier. Ja, müsste sich fahrzeugtechnisch gut ausgehen. Ein bisschen was verschenken wir dann doch noch. Rechts halten und dann. Ey, wann sind wir denn los? Wir sind doch nach 10, um 11 so circa los, oder? Ich weiß, 10.21 Uhr war es ja so langsam, als wir noch gelabert hatten. 10 um 11, sagen wir mal, sind wir los. Das muss ich jetzt sowieso mal eintragen. Moment, Moment. Jetzt machen wir mal hier kurz Päuschen. Ich habe es nämlich auch noch nicht wirklich eingetragen. Dienstag, um 11 Uhr, Kasse. Das heißt, ich könnte bis 22 Uhr, wenn ich jetzt die 10er ziehe, könnte ich bis 22 Uhr fahren. So. 22 Uhr, das heißt, wir hätten noch 2 Stunden. Kann ich hier Pause machen. Und hier müsste ich dann sogar, oder halt südlich vom, aber so schnell kommst du von Prag nicht nach Brünn. Aber dann fahren wir halt noch ein Stückchen, also ich habe auch gerade Lust. Ein paar Meter machen heute noch.
nichts zu verschenken. Sondern über 4000 Euro zu verdienen. Ich habe ordentliche laufende Kosten, über 700 Euro am Tag. Da müssen wir. Das ist jetzt. Na, Daniel ist jetzt krank. Ja, Kollege mit dem Dach, was hast du denn? Ja, irgendwas mit einer 4 vorne. Ja, guck mal, wir fahren 85 bei 1100 Umdrehungen. Da können wir ein bisschen die Endübersetzung wieder zurücknehmen. Halt dann noch so diese Feinanpassungen, die man dann vornehmen muss, die du nur so im Fahrbetrieb richtig rauskriegst, und die Zeit habe ich aber nicht, das vorher alles so intensivst dann nochmal fein zu schleifen. Ja, guck mal hier. So, das wäre gewesen. Boah, komm, schneller, ich zieh. Gerade noch so auf dem Drehmomentplateau. Ja, eigentlich wollte ich mir mal so als Tantieme, weil ich auch viel geleistet habe dieses Jahr, steht auch im Geschäftsführer zu und viel auch reingepulvert habe in die Firma, die ganzen Auf und Abs, ne? Mal eine Tantieme rausnehmen, aber durch diese Abfindung an Daniels Betrieb war das dann nicht mehr drin, ne? Und habe so lieber das Firmencash auf 12.000 gelassen. Muss ja bedenken, kleine Weihnachtsfeier, wenn wir jetzt Weihnachten über nicht fahren, weil dann mache ich die Bude zu, muss ich gucken. Ist der Plan, zumindest meine Mitarbeiter sollen halt die Bude zumachen können. Vielleicht fahre ich dann alleine, muss ich gucken, weil auch schon das Geld. Aber das haben wir so mal besprochen, dass wir sagen, dass das über Weihnachten und Neujahr die Leute zu Hause sind, auch wenn es da sicherlich gute Fahrpreise gibt, aber Geld ist nicht alles, eine persönliche Zufriedenheit, die ist auch schon was wert. Außer sie wollen es, dass sie sagen, du, ich will fahren. Janusz, der hatte gebeten, dass der Weihnachten frei hat. Und ja, Silvester sagte er, ist ihm ziemlich egal. Hab aber so so ein bisschen mit rausgehört, dass er schon gerne zu Hause wäre. Aber gut, da können wir ja nochmal reden, dass er noch ein klein bisschen hin ist ja noch. Finde ich immer schwierig, das abzustimmen mit der Urlaubszeit. So, 21.15 Uhr. Wir hätten hier jetzt die Möglichkeit anzufahren und ansonsten erst dahinter wieder. Das ist jetzt von der Brunnen vorbei, hier runter. Aber hier lasse ich zu viel Zeit liegen. Da lasse ich einfach zu viel Zeit liegen. Wir fahren jetzt hier durch, das ist dann so.
Kollege, hier, komm mal. Nichts gegen Magnum, aber meistens sind das dann doch uralte Geräte, die da vorne dran hängen und wenn sie dann schwer sind, dann wird es halt schwieriger. Da ist die Kompression meistens auch in den Motoren nicht mehr so 1A. Ich kenne ja einen Magnum-Fahrer, den kennen wir ja mittlerweile, zumindest in der Diesel-Passion alle, unseren lieben Danny. Und der liebt ja seinen Magnum über alles, aber auch er hat ihm einen neuen Motor letztens spendiert, schön V8 rein, so ein, ich glaube, ein Mac ist das noch. Säuft zwar ein bisschen mehr, aber es ist es ihm einfach wert. Die Kiste wird natürlich auf Standard gehalten, also der, das ist schon ein schönes Gerät, Leute. Oh, zum Verlieben schön. Er macht doch ständig was dran, immer wieder neue Ideen und ist schon was Feines. Wer bis hier geschaut hat, nächste Woche live dann, während der Sendung, gebe ich dann im Chat, mache ich eine Premiere draus nächste Woche, gebe ich dann im Chat bekannt die Gewinner des großen Gewinnspiels, dass wir da auch mal durch sind, das will ich jetzt vor Weihnachten abschließen, die Päckchen raussenden. Da habe ich mich immer so vorgedrückt, da wollte ich eigentlich ein eigenes Video zu machen. Aber dass ihr dann vor Weihnachten eure Pakete kriegt, Weihnachtspakete vom Tom Diesel. Und dann haben wir das auch erledigt. Und für alle anderen gibt es halt noch das Weihnachtsgeschenk von Lauvi und mir, das heißt also den Mod mit einem entsprechenden Skin noch dazu für einen Zug ähnlich wie den hier. Und den Rest müsst ihr euch dann versuchen dann selber zusammenzustellen. Da kann ich, können wir auch nicht alles möglich machen. Die Woche, denke ich mal, wird es noch Folgen geben, weil ich jetzt auch richtig Lust zu fahren. Ausfahrt rechts nehmen. Und vor allem hier vorne am Piefer muss ich schrauben. Mal gucken, ob der Michael mich wieder unterstützt hier. Ich würde gerne die paar Informationen noch reinbringen. Mal natürlich über 22 Uhr ein Stück weit, aber das ist okay. Komm, das ist okay. Wir können es halt hier nicht ganz so genau machen, aber auf der anderen Seite simuliert das vielleicht auch die Parkplatzsuche so ein bisschen, ne? Unter der ja auch richtige LKW-Fahrer auch so ein Stück weit. Im Straßenverlauf folgen. Zu leiden haben, ein Stück weit ist gut. Das ist ja in Europa ein Riesenproblem, zumindest in Deutschland. Mit der extrem hohen Verkehrsdichte. Bitte warten Sie, die Route wird neu berechnet. Mache ich doch, Schneckelein. So. So, gucken hier. Elka Watscher. Tanken muss man mit dem Biest ja gar nicht. Also, ich meine, das ist hier noch nicht. Also hier vorne sind zwei. Das heißt, dann stelle ich mich doch hier vorne hin. Dann komme ich morgen nämlich gut raus. Wenn die beiden noch frei sind, dann nehmen wir den vorderen.
Weil die können ja rückwärts raus und dann da hinten rum. Ah, wunderbar, das war ein guter Tag. Gute Leistung. So, wunderbar. Ich denke, so passt das gut. Ja, Trailer kann ich ein bisschen vorziehen. So. Ja, so stehen wir ganz gut. Ich mach's mir dann gleich hier in meinem Hotel Duff. Richtig schön bequem. So, guck mal nochmal so ein bisschen von außen und ein bisschen die Beine vertreten. Habe viel gearbeitet jetzt, also viel gefahren. Aber oh, ich fühle mich wohl in der Maschine. Ich finde, er sieht auch gut aus, passt alles zusammen. Und dann freue ich mich auf die nächsten Kilometer damit. Hoffentlich wird dann der Daniel bald wieder gesund. Wenn er gesund wird, bevor ich jetzt nach Hause komme, dann muss er halt, und das ist auch so ziemlich der einzige, den ich ihm anvertraue, den Nordhessenliner fahren. Ja, ansonsten schön, dass ihr dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wäre ein Träumchen. Wenn es euch nicht gefallen hat, gebt einfach ein Like. Und ja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, euer Tom. Ciao.